Die jüngste Tochter von Mutter Colonia ist Porz am Rhein. 1975 eingemeindet, bis dahin selbstständige Stadt mit 85.000 Einwohnern. Jenseits der Rodenkirchener Brücke begann das Porzer Territorium. Zunächst Kasernengelände und dahinter das Wasserwerk Westhofen. Erbaut im Jahre 1904, versorgt heute mehr als 300.000 Menschen im rechtsrheinischen Köln mit Trinkwasser. 12 Millionen Kubikmeter werden jährlich in 48.000 Hausanschlüsse eingespeist. Auch in die des Wohnparks Westhofen. Der Engelshof. Begegnungsstätte mit Pfiff und viel Raum für bürgerschaftliche Aktivitäten. Bevor es aber soweit war, hatte das Hofgut eine bisweilen dramatische Vorgeschichte. Um den Engelshof zu erhalten, mussten öffentliche Mittel in Millionenhöhe beschafft werden. Zeitweise schien es so, als werde die Hofanlage abgerissen. Heute Oase in einem sich immer weiter verdichtenden Wohnumfeld. Nikolauskapelle, im 12. Jahrhundert zu Ehren des Schutzpatrons der Schiffe errichtet. Am Ufer des Rheins, hier im Licht der untergehenden Spätsommersonne. Das Amerikakreuz am Markt in Ensen und St. Laurentius, katholische Pfarrkirche, vor der Jahrhundertwende als neugotisches, dreischiffiges Gotteshaus erbaut. Blickfang auch für den Schiffsreisenden auf dem Rhein. Das Alexianer Krankenhaus mit seinem ausgedehnten Gebäudekomplex, ebenso wie St. Laurentius und andere Sehenswürdigkeiten, Station auf einem der Kulturpfade durch den Stadtbezirk Porz. Fachklinik für Neurologie und Psychiatrie. Im August 1998 feierten die Alexianer den 90. Geburtstag ihres Hospitals. Die Straßenbahn, die den Stadtteil Porz von Norden bis nach Zinndorf durchquert, meistens parallel zur Eisenbahn. Das Krankenhaus Porz am Rhein eröffnet am 1. Oktober 1967. 8 Fachdisziplinen mit 480 Betten, 16.000 Patienten im Jahr. Ein Springbrunnen und ein Dampfross im Garten von Stollberg. Daneben auf dem Verschiebebahnhof Gremberg die E-Loks, die auf ihren Einsatz warten. Auf der Drehscheibe wird die Lokomotive in die für ihre jeweilige Route richtige Position gebracht. Oder auf einem der sogenannten Strahlengleise geparkt, bis das Signal für die Fahrt an der Spitze einer der langen Güterzüge kommt. Mit deren Zusammenstellung an dieser künstlichen Anhebung, in der Fachsprache Ablaufberg, begonnen wird, auf den von einer Diesellok die Güterwagen hinaufgeschoben werden. Und dann bergab selbstfahrend den Platz zu suchen, an dem der Zug für seinen Bestimmungsort zusammengestellt wird. Über diesen Brücken vollzog sich ein Stück Eisenbahngeschichte auf einem Rangierbahnhof. Einstmals der in seiner Art größte in ganz Europa mit 9.000 Wagen am Tag.
Heute werden auf dem in den Jahren von 1917 bis 1924 errichteten Verschiebebahnhof Kremberg von 800 Eisenbahnern immer noch 170 Zugeinheiten mit über 4000 Wagen am Tag abgefertigt. Wenn es auch fälschlicherweise so scheint, als habe sich hier ein Freilichtmuseum mit den Fragmenten der Geschichte des Schienengüterverkehrs eingerichtet. Grimberghofen, ein Eisenbahnerwohnort, gegründet Anfang der 20er Jahre, jüngster Ortsteil von Porz. Die Baggerseen im Porzer Norden, im Sommer auch gerne als Badewannen benutzt. Hier wurden einst gewaltige Mengen Kies ausgegraben und über den nahegelegenen Bahnanschluss in alle Teile Deutschlands verbracht. Ebenfalls mit Kies, mit dem aus einer Grube in der Warner Heide, wurde Ende der 20er Jahre die Mauer um das Schloss Röttgen gebaut. Nur wenige wissen, wie es dahinter aussieht. Jockeys und Pferde aus dem Gestüt Röttgen gehören zum Establishment des internationalen Galoppsports. Trainiert wird auf der nahegelegenen Reitbahn. Leidenhausen, ehemaliger Rittersitz und wasserumschlossener Wehrhof. Heute ist das Hofgut öfters Mittelpunkt verschiedenster Aktivitäten, die vor allem dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen dienen. Die Honigbiene. Aber die Honigbiene ist nur eine von 500 Bienenarten, die hier in Deutschland leben. Die meisten sind also Wildbienen, die für sich alleine leben. In erster Linie ist Leidenhausen aber ein Freizeit- und Erlebnispark. Attraktion für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, die Freigehege. Winter in Leidenhausen. Der Wald im Wechsel der Jahreszeiten. Kinderspielplatz am Fuße der Ardennen, eine Hügelkette genannt nach ihrem Schöpfer Herbert Aden. Volkslauf um Leidenhausen. Und natürlich wird in Porz auch Fußball gespielt, an der Humboldtstraße und überall da, wo ein Platz ist. Riesenball mit Schatten, der Gasometer in Eil, um den sich bedeutendes Gewerbe gruppiert hat. Gegenüber auf der westlichen Seite der Humboldtstraße Finkenberg. Neubaugebiet, das gar nicht mehr so neu ist. In den 60er Jahren als demonstrativ Bauvorhaben gestartet, unter bundesweiter Beachtung. Zahlreiche Delegationen fanden sich damals ein, um modernen Städtebau an Ort und Stelle zu studieren. Die hier praktizierte Architektur setzt sich fort, über den Falkenturm bis zum Falkenhorst. Auf
Auf der östlichen Seite des Falkenhorstes und im Süden Felder, die früher vom Marhof aus bewirtschaftet wurden. Das aus dem Mittelalter stammende Hofgut hat sich ebenso wie andere Bauernhöfe in eine Anlage mit Wohnungen verwandelt. 100 Meter weiter, der Mittelpunkt von Urbach. Am 8. August 1906 inspizierte Kaiser Wilhelm II. Den Schießplatz Wahn. Auf dem Wege dorthin kam er auch durch Urbach, wo er mit dem Auto aus der nach ihm benannten Kaiserstraße in die Frankfurter Straße einbog. Links die Urbacher Mühle und, wie am Glockenklang zu hören, St. Bartholomäus. Spielplatz auf dem Bungert und im benachbarten Elsdorf. Ein Ortsteil, entstanden aus 4 Bauernhöfen. Am Ortsende die Wegekapelle in Elsdorf, seit dem 17. Jahrhundert alljährlich kurz nach Pfingsten Ausgangspunkt der Fußwallfahrt nach Walldürn im Odenwald. Östlich der Frankfurter Straße Gebäudeensemble mit markanter Architektur, errichtet auf dem Gelände des ehemaligen Vinzentinerklosters. Gegenüber auf der Friedensstraße das Altenzentrum Urbach im Licht der Abendsonne. Jenseits der Flughafenautobahn liegt der Ortsteil Grengel, mit hochspezialisiertem Gewerbe auch für die militärische Nutzung. Diesseits des Maschendrahts in Richtung Flughafen das alte Forsthaus, jetzt als Café eingerichtet. Wohnhaus in der Friedensstraße und der Stadtpark mit seiner Teichanlage. Der Köln-Bonner Flughafen. Das 1970 in Betrieb genommene Abfertigungsgebäude der 20 Jahre zuvor gegründeten Flughafengesellschaft. Bedeutender Verkehrsknoten im europäischen Luftstraßensystem. Beim Frachtflug die Nummer 2 in Deutschland. Flughafen auf Expansionskurs. Nur wenige Reisende in dem Airbus dürften wissen, dass dort unten schon vor mehr als 80 Jahren auf dem damals sogenannten Schießplatz Wahn ein Flugzeug gelandet ist. Am 5. April 1913 eine Rumpler-Taube. Das 1000 Hektar große Flughafengelände ist eingebettet in die Wahner Heide,
im Westen und Osten flankiert von zwei Autobahnen, in Teilen noch Manövergebiet. Weitgehend aber naturbelassene Landschaft mit vielfältiger Fauna und Flora. Eine Landschaft geprägt von stimmungsvollen Bildern, vor allem dort, wo sie wahrgenommen werden. Auf der östlichen Seite der A3 das Waldhaus Königsforst an der Eisenbahnstrecke Köln-Gummersbach. Beliebtes Ausflugsziel. Auch dann schon, wenn sich die ersten Frühlingssonnenstrahlen durch das noch lichte Geäst der Bäume wagen. Zurück in die Warner Heide. Treffpunkt der Reiter. Lange Schatten in tiefstehender Sonne. Der Kurtenwalzbach, der seinen Ursprung im Bergischen hat. Und der Scheuerteich, genau der untere Scheuermühlenteich. Im Sommer und im Winter. Dort die Luftfahrt und auf dem diesseitigen Ufer des Scheuerteichs die Raumfahrt. DLR. Am Tag der offenen Tür folgen Tausende der Einladung in das Reich der Raumfahrtwissenschaftler. In unmittelbarer Nachbarschaft des Luft- und Raumfahrtzentrums der Fliegerhorst, von außen nur flüchtig zu sehen. Autopassage durch Warnheide. Die Flughafenautobahn, die Warn und Warnheide voneinander trennt. Auf der östlichen Seite der Lärmschutzwall. Autobahn in Richtung Lind. Dahinter das Gewerbegebiet Liederkassler Straße mit zahlreichen Unternehmungen. Der Stadtteil Porz ist überhaupt ein Eldorado gewerblicher Aktivitäten.
Stichworte sind Hansestraße, Fuggerstraße, Ferdinand-Porsche-Straße, Industriestraße, Airport Business Park. Dazu viele andere Gewerbestandorte, nicht zu vergessen die Industrieansiedlungen in Portsmitte. An die Tradition industrieller Herstellung knüpft die Firma Igus in Lindt an, die schon äußerlich durch die besondere Architektur ihrer Betriebsgebäude auffällt. Auch im Inneren sorgt sie für Überraschungen. Igus fertigt Ketten und Gleitlager, nicht wie zunächst vermutet werden könnte, aus herkömmlichen Metalllegierungen, sondern aus Kunststoffen. Man findet sie als Energieketten beispielsweise in Transport- und Fördersystemen, als Kugellager ebenfalls in vielfältigen Anwendungsbereichen, vom Sportgerät bis zum Auto. Unternehmen in aller Welt werden mit den Igus-Produkten aus Lindt beliefert. Zu den industriellen Besonderheiten im Linder Bereich gehört auch der europäische Transsonische Windkanal, in dem die Aerodynamik moderner Flugzeuge optimiert wird. Aus einem Fahrstuhl gesehen, Nachmittagssonne hinter einer Glasfassade. Mit einer Cessna in Richtung Libur. Rechts der Ortsteil Lindt mit dem Linder Bruch davor. Dort taucht jetzt Libur auf, das kleine Dorf im Kölner Süden. Wie eine Insel liegt es inmitten von Feldern. Wer käme da auf die Idee, den Bauern mangle es dort unten an Ackerflächen? Tatsächlich sieht die Agrarwirklichkeit ganz anders aus. Die Bauern klagen über immer weniger Ackerland. Die bisher bewirtschafteten Flächen würden von der städtischen Gesellschaft zunehmend für andere Nutzungen in Anspruch genommen. Somit werde die Landwirtschaft im Kölner Raum auf Dauer in Frage gestellt. Unbeirrt von den Sorgen der Bauern schiebt sich der Mähdrescher durch das Meer goldreifer Ähren. Urbanuskreuz, Zeugnis der in Libur verwurzelten Frömmigkeit. Bilder aus Libur. Verborgen hinter hohen Bäumen das Schloss Wahn. Heute ist in dem Gebäudekomplex das Theaterwissenschaftliche Institut der Universität Köln untergebracht, die es sich nicht nehmen lässt, zweimal im Jahr zu den Wahner Universitätskonzerten einzuladen. Musik.
Bilder aus Wahn, das zusammen mit Lind, Libur, Langel und Zündorf bis 1929 eine eigenständige Bürgermeisterei bildete. Der Pochtsfilm in der Otto-Lilienthal-Realschule. Aus einem Fahrstuhl gesehen, Nachmittagssonne hinter einer Glasfassade. Die Sonnenfinsternis vom 11. August 1999 war in diesem Film allerdings noch nicht zu sehen. Auf Betreiben der Herren von Schloss Wahn entstand 1859 der erste Bahnhof im heutigen Porzer Stadtgebiet. Aus dem Zug gesehen, das Klärwerk in Wahn, das die Abwässer von Urbach bis Spich und von Zündorf bis zum Flughafen wieder sauber macht und in den Rhein leitet. Langel vom Schiff aus betrachtet. Jenseits des Ufers Idylle pur. Ein Wasserrad im Sommersonnenlicht. Auf der Deichkrone Sonntagsradfahrer und Inlineskater, die unter sich den Langeler Lido sehen, ein Campingparadies, das aber jedes Mal vom Wasser heimgesucht wird, wenn der Rhein aus seinem Bett steigt und immer höher den Deich hinaufkriecht. Direkt am Rheinufer das Restaurant von Strandbads Marie, das sich zumindest vom Namen her in der Tradition des Strandbades Langel versteht, das, wie das historische Foto zeigt, im Jahre 1913 eröffnet wurde. Daneben heute der Rheinstrand, wo an heißen Sommertagen immer noch oder schon wieder gebadet wird. Friedenseiche in Langel, Naturdenkmal, das an den Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 erinnern soll. Am anderen Ufer des goldgelben Blütenmeeres Zündorf, ein Ort voller Sehenswertem. St. Mariä Geburt und St. Martin von der Grof aus fotografiert, wahrscheinlich 1918. Zündorf gelang es, seine Originalität weitgehend zu bewahren. Seine Fachwerkhäuser und heimeligen Gässchen, die alten Hofanlagen und den Zollturm, eingebunden in eine moderne Architektur, die das Althergebrachte zu respektieren bereit ist. Die Rheinnähe bescherte dem Ort sichtbaren Wohlstand.
Die Grove, prominente Ausflugsinsel. Wo einst der Zündorfer Hafen war, variantenreiche Spiele von Wasser und Sonne auf der Grove. Im Sommer der vielfarbige Zauber des Regenbogens, im Winter glutrotes Sonnenlicht über eisiger Schlittschuhfläche, auf der sich die Figuren Bräubelscher Bilder gelöst zu haben scheinen. Der Yachthafen. Der Rhein, der nicht immer so freundlich daherkommt. Ein sogenanntes Jahrhunderthochwasser im Januar 1995. Das 1910 errichtete und immer wieder umgebaute Rathaus Porz. Ein historisches Foto aus dem Jahre 1928. Vor der kommunalen Neugliederung markierte das Rathaus den politischen Mittelpunkt von 15 Ortsteilen. Nach der Eingemeindung waren es wieder 15. Heumer wurde gegen Poll ausgetauscht. Damit war der Stadtbezirk Köln-Porz aus der Taufe gehoben. Noch einmal ein Blick in die Vergangenheit. Die Ricky-Plastik, Triple L, 3x L, durch das Licht der sommerlichen Sonne schwebend, mit einem Vogel auf dem rechten Flügel, dessen Schatten den Weg in das Bildungszentrum weisen. Ebenfalls Ort künstlerischer Entfaltung. Porzer Markttag. Die Fußgängerzone. An deren Eingang St. Josef, katholisches Gotteshaus. Auf gleicher Höhe und nur einige Steinwürfe weiter südlich seine evangelische Schwester, die Lukaskirche. Von hier aus zur Glasstraße. Das Glasviertel, in dem sich schon vor vielen Jahren eine multikulturelle Gesellschaft mit Menschen verschiedenster Nationalitäten entwickelte. Dazu Theo Gerhards. In dem Hause bin ich 1927 geboren. Das war hier eine wunderschöne internationale Familie. Hier wohnten die Leute aus allen Herren Länder, die hier ihr Lebensunterhalt bei der Germania fanden. Wenn ich dann überlege und sage, da drüben wohnt der Herr Zieger aus Luxemburg, daneben der Steffens aus Luxemburg,
der Colette aus Belgien. Da drüben der, ein Tscheche, der Name fällt mir nicht mehr so sehr ein, aber ein Glasspezialist. Etwas weiter in der Glasstraße wohnte der Galliotto und Umberto Vincentini, ein Italiener. Und nicht weit davon der grüne Johann, das waren Niederländer. Auf der Germaniastraße, da wohnte der Popolaski, der war aus Polen. Also es war schon eine riesig interessante internationale Nachbarschaft. Die Elektra, die nach komplizierten Verfahren Mehrschichtlaminate mit elektrischen Leiterbahnen für den Einsatz in der Kommunikationstechnologie herstellt. Hightech made in Ports. Wir haben im November letzten Jahres mit der Investition in die zweite Maschine begonnen. Das Finanzamt. Wohnen in Ports Mitte. Dülkenstraße auf dem ehemaligen Krakesgelände. Josefstraße zwischen Bergerstraße und Steinstraße. Glashüttenstraße. Klingerstraße. Poststraße, dahinter der Lindenhof, Rosenstraße und Adelenhütte. Natürlich gibt es auch noch einen Porzer Nationalismus, oder besser Lokalpatriotismus, der sich gerne um die Fahne der früheren Stadt Ports schart, am liebsten zu Karneval. Wie immer feiern die Porzer Jecken ihren Straßenkarneval am Rosensonntag. Im wahrsten Sinne herausragend der Eulenspiegel auf dem traditionellen Rosenwagen der fidelen Elsdorfer. Kamelle, Strößer und ein richtiger Präsident. Die roten Teufel von der Spielvereinigung Ports. Graffiti-Kunst an der Berufsschule BBS 10. Ein Monumentalbild den Metallberufen gewidmet.
Hinter der rosaroten Frühlingsblütenpracht die Grundschule an der Hauptstraße, Nachbarin der BBS 10. Der im Jahre 1874 errichtete Porzer Bahnhof, heute nur noch Erinnerung an eine Geschichte der Eisenbahn, die Porz von Nord nach Süd und umgekehrt mit ihrem stählernen Fahrweg durchschneidet, seit 1859 und in Zukunft, bald auch mit dem ICE. Teil eines Verkehrssystems, das die technischen Elemente Schiene, Straße, Wasser und Luft im Stadtteil Porz auf engstem Raum vereinigt. Im Osten geht die Sonne auf. Hinter diesem Mast, an dem die Drähte hängen, aus denen der elektrische Strom in die Lokomotiven der langen Güterzüge fließt. Im Westen geht die Sonne unter, jenseits dieser Häuser. Dazwischen liegt der Stadtteil Porz am Rhein. Thank you.